Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, den Bodenfänger gibt es jetzt seit 4 Jahren. Und heuer haben wir ein Partnerprodukt auf den Markt gebracht, das Blatt Vital. Also eine vitalisierende Spritzung übers Blatt. Was war der Hintergedanke? Wir kennen alle den Komposttee und die Vorteile vom Komposttee. Wir wissen aber auch, dass manchmal einfach schwierig ist, das logistisch zu handeln. Beim Komposttee habe ich ja immer die Vorlaufzeit, dass ich den mache. Und dann das Problem, wenn er fertig ist, sollte er eigentlich angewendet werden. Und wenn dann das Wetter nicht passt, dann habe ich schon ein Problem. Oder wenn ich schnell reagieren muss, zum Beispiel nach einem Hagelschaden, sollte man sofort eigentlich am nächsten Tag den Bestand vitalisieren. Und dann habe ich keinen Komposttee. Und manchmal ist es auch so bei großen Betrieben, die einsteigen, denen ist die Investition auf Anhieb zu groß. Und dann lassen sie halt den Kompost weg, was richtig schade ist. Also das Blatt Vital ist eine Ergänzung, um einfach zugeschnitten für jeden Betrieb so reagieren zu können, wie es für den Betrieb gerade passt. Jetzt war natürlich die große Frage, ist das ähnlich, ist das gleich oder was macht es? Und darum haben wir da miteinander geredet, haben wir gesagt, diesen Bestand machen wir den Versuch. Einmal die Zwischenfrucht ohne Vitalisierung, das ist direkt hinter mir, dann mit Komposttee und dann eben mit dem Blatt Vital, da haben wir bloß das meiste jetzt schon weggemulcht. Aber Gerhard hat mir versichert, dass kein Unterschied war zwischen Komposttee und Blatt Vital und das war eigentlich auch unser Ansinnen. Wir wollen da kein Konkurrenzprodukt zum Komposttee, sondern einfach den Spielraum für den einzelnen Landwirt nochmal erhöhen. Dann möchte ich noch was sagen. Möchtest du was ergänzen? Ja, das Blatt Vital ist einfach, steht im Lager und du kannst das nehmen, wenn du das brauchst. Das ist ein Riesenvorteil. Und ihr seht, dort, wo ihr in der Fuhr drinnen gesessen seid, in der Halle, da steht ein Kanister drin, Blatt Vital. Und der ist leer. So soll er drinnen stehen, weil dann hat er gewirkt. Es haben für euch so viel Materialien stehen im Lager und keiner ist dazugekommen, das zum Sprühen, das zum Strahlen. Das hilft nicht, wenn es im Lager steht. Aus damit. Also egal, es gibt nur ein paar Hersteller, die machen gute Präparate. Meinetwegen auch ein anderes Präparat. Wir müssen den Boden belebt kriegen. Und wir haben halt die Möglichkeit mit Blatt Vital und Komposte. Und da haben wir Gott sei Dank keinen Unterschied gesehen. Wir haben nur gesehen, dass beides gut wirkt. Und das war ein Riesenvorteil. Man sieht ja, was eine Begrünung auch nicht machen kann. Was hast du gemacht? Ja, ich habe 3 Liter gemacht. Ich war als Blatt Vital haben wir zweimal angewendet und in Kompost auch zweimal. Und dazwischen bin ich nur mal gefahren mit Kalk, Zeolith und Borax. Das haben wir nur mal zweimal reingeschoben. Also in Wahrheit bin ich 4-mal gefahren, aber zweimal mit Plusbakterien. Und mir ist vorgekommen, nach die Spritzungen mit Bakterien und Kalk und, war das immer geschickter. Es war einfach mehr Wachstum da. Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber man hat ein Gefühl und das Gefühl täuscht dann oft, aber ich glaube, dass mit Komposte das Ganze auf jeden Fall mehr wirkt und mit dem Blatt Vital, als wenn man nur den Kalk und Zeolith spritzt. Das Komposttee waren in dem Fall auch 50 Liter, was ich ja normalerweise nie mache. Aber ist jetzt wurscht, ob ich jetzt mit 10 Liter fahre oder mit 50 Liter bei mir. Also euch würde ich empfehlen, 50 Liter Komposttee aufwärts und nicht irgendwo sparen. Aber Blatt Vital haben wir uns bei 3 Liter einpendelt. Das Blatt Vital ist gemacht worden für die frühen Stadien in allen Kulturpflanzen. Was haben wir denn jetzt draußen stehen mit frühen Stadien, mit 2 Blättern zum Beispiel, den Raps? Gerade wenn es losgeht mit Erdfloh in erster Linie, aber dann kommt ein bisschen später ja noch die Miniermotte und die Rübsenblattwespe. Gerade dann zeigt der Raps, er hat eine Stoffwechselstörung aufgrund von Stress
Und Blattvital, aber auch Komposttee sind gemacht worden, um diesen Stress in den Pflanzenbeständen abzusenken. Und damit werden sie widerstandsfähiger gegenüber Schadregern. Wir bringen also da keinen Erdfloh um, sondern wir machen den Raps unschmackhaft für den Erdfloh. Das finde ich eine total wichtige Sache, weil wir keinerlei Nebenwirkung auf andere kleine Insekten im Boden und auf dem Boden haben. Und dort, denke ich, ist ein vorzüglicher Einsatzbereich von Blattvital und auch von Komposttee. Ja, ich möchte noch was weiterführen, was du zuerst angesprochen hast, bezüglich der Monokultur. So wie wir Landwirtschaft betrieben haben, die letzten 50 Jahre immer intensiver, ist klar, betreiben wir Monokultur. Durch den Einsatz der Spritzmittel sind dann die Untersaaten auch noch verschwunden. Und selbst wenn ich einen Biobetrieb bewirtschafte, steht auf dem Acker Monokultur. Und wir wissen, dass an den Pflanzenwurzeln bevorzugen immer bestimmte Mikroorganismen ihr Habitat. Und wenn ich jetzt über Jahrzehnte, auch wenn ich einen Fruchtwechsel drin habe, aber über Jahrzehnte immer nur Monokultur auf meinem Acker habe, verarmt damit auch die Mikrobiologie im Boden. Und das kann man sich vorstellen wie eine starke Kette, weil die Mikroorganismen ja in Symbiose arbeiten. Sie mobilisieren gebundene Nährstoffe, bereiten die so auf und transportieren es zur oder in die Pflanze. Und diese Kette, wenn funktioniert, dann habe ich gesunde Pflanzen und ich habe ein gesundes Pflanzenwachstum. Wenn aber die Kette geschwächt ist, weil zwischendrin einzelne Glieder gar nicht da sind, dann hilft mir die ganze Kette nichts. Und das ist der Grund, warum wir vor vielen Jahren diesen Bodenverjünger entwickelt haben, um diese Vielfalt wieder auf den Acker zu bringen.